Ich habe keine Lust dazu. Nein, nicht doch, Sir. Es ist Ihr Geburtstag. Seien Sie kein Spaßverderber und legen Sie die Augenbinde an. Mein Geburtstag ist kein Spaß. Es ist ein deprimierendes Ereignis, zu wissen, dass ich wieder dichter dran bin, in die Kiste zu fahren. Und doch immer habe ich kein Piratenvermögen. Es ist ein Tag zum Feiern und zum Amüsieren und sich auf die Zukunft zu freuen. Nein, im Gegenteil. Es ist ein Tag zum Heulen und Bedauern und sich vor der Zukunft zu fürchten. Sir, muss ich wirklich erst darauf bestehen, dass Sie sich amüsieren? Du willst wohl wirklich keine Ruhe geben, was? Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass mir das noch leid tun wird? Halten Sie sich an mich, Sir. Ich führe Sie zu der großen Überraschung. Ups, ich habe meine Goldbörse vergessen. Was? Wo bist du? Captain, da stecken Sie also. Es überrascht mich, dass Sie mit der Laufplanke fertig geworden sind. Ich meine, mit verbundenen Augen und so. Können wir jetzt gehen? Wo gehen wir hin, Snack? Wir haben es jetzt fast geschafft, Captain. Dämon, tanzlose Lasterhöhle. Snack, da hast du dir ja was einfallen lassen. So wie es aussieht, scheint das doch ein prima Geburtstag zu werden. Oh, da gehen wir nicht rein, Sir. Sag das nicht. Also, wieso wollen Sie denn da reingehen? Da drin sind nur ein Haufen bildschöner Frauen, die tanzen und sich auf der Bühne herumregeln. Warum sollten wir uns das ansehen? Junge, das ist wirklich eine Kindersendung, was? Ich habe etwas weitaus Aufregenderes geplant. Alles, was noch aufregender ist als die Frauen da drin, löst bei mir höchstwahrscheinlich einen Herzinfarkt aus. Na, von mir aus, wie ist dein Plan? Ich will Ihnen die Überraschung doch nicht verderben, Captain. Es ist nicht mehr sehr weit. Scuffy Skunks verzauberte Schwefelgrube. Pfui, der Park stinkt ja schlimmer. Als ein Affenpyjama. Oh Mann, das ist ja so aufregend, Captain. Das wird bestimmt der schönste Geburtstag, den Sie jemals hatten. Oh ja, davon bin ich überzeugt. Hallo und willkommen in... Ah, Hilfe, Snack, ein riesiges Ungeziefer! Warten Sie, Sir, das ist keine Ratte, das ist Scuffy Skunk. Hören Sie doch auf. Scuffy, ist alles in Ordnung? Her mit dem Degen, Freundchen. Degenspiele im Park sind verboten. 700 Golddingens? Das ist absoluter Nepp. Wir schlagen vor, Sie bezahlen. Scuffys verzaubertes Hochsicherheitsgefängnis ist nicht angenehm. Ich hoffe, Scuffy geht es bald wieder gut. Scuffy? Was ist mit mir, Snack? Ich dachte, das Vieh wollte uns angreifen. Oh, bitte entschuldigen Sie. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Nein, ich kann kaum was sehen wegen diesem Pfefferspray. Diese Feiglinge. Ich weiß, was Sie nach dem Pfefferspray auf andere Gedanken bringen wird. Was denn? Das da. Scuffys Horrorhöhle? Ist das nicht riesig aufregend, Sir? Ich bin nicht ganz sicher, Snack. Ich weiß nicht, ob ich das Wort aufregend verwenden würde, wenn man in einen Plastik-Stinktierschädel steigt und durch die verwunschene Höhle eines Stinktiers fährt. Ach, kommen Sie, Sir. Das wird bestimmt einen Riesenspaß machen. Sie haben doch keine Angst, oder? Natürlich nicht. Was könnte es schon in diesem Kinderkarussell geben, wovor ich Angst haben sollte? Yeah! War das nicht spaßig, Captain? Oh Mann, Sir, sehen Sie nur! Um Himmels Willen, nein! Willkommen in Waldowiesels Achterbahn des Erbrechens! Lass mich sofort hier heraus! Vorsicht, Sir! Oh Gott! War das nicht ein gewaltiges Vergnügen, Captain? Das ist das furchterregendste, was ich jemals erlebt habe. Haben Sie Hunger, Captain? Es ist fast Mittag. Wie wär's mit einer Pizza in Scuffys musikalischer Pizzahöhle? Pizza? Was ist Pizza? Hallo und willkommen in Scuffys Gungs musikalischer Pizzahöhle. Danke sehr. Folgen Sie mir bitte zu Ihrem magischen Tisch. Ja. Wären wir. Guten Appetit wünsche ich Ihnen hier in Scuffys musikalischer Pizza. Danke sehr. Ach du meine Güte, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ja, ich glaube, ich nehme die Pizza. Darf ich Ihre magischen Bestellungen aufnehmen?
Ja, ich möchte gerne die Pizza. Medium gebacken. Gute Wahl. Und ich kann mich nicht entscheiden. Überraschen Sie mich einfach, okay? Medium gebacken? Was glaubst du, wo wir sind? Im Steakhouse? Oh, klasse, Captain. Die Show geht jeden Augenblick los. Auch das noch. Sind sie nicht umwerfend? Es ist kaum zu fassen, dass es Roboter sind. Ja, ganz erstaunlich. Oh, hallo, Randy Rabbit, bit, bit, bit. Oh, hallo, Aloysius Bär, bip, 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 Bär. Wo ist unser alter Kumpel? Skuff, 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 skuffi, skuff. Du weißt doch, wir können ohne ihn das Lied nicht spielen. Len, len. Der verrückte Stinker, der kommt schon noch. Hurra, da ist Skuffi. Ja, Skuffi. Das Leben ist ein Fest in dem Wald aus Schweizer Käse mit Pepperoni, Wasserbällen und Bier voll Mayonnaise. Jeder hat Pizza da, Skuffi, musikalischer Pizza-Hölle. Ich werde diesem Wahnsinn ein für alle Mal ein Ende setzen. Mit Pepperoni, Wasserbällen und Tieren voll Mayonnaise. Muss. Töten! Skuffi muss töten! Bitte verlassen Sie den Saal auf ordentliche und magische Weise! Wow, das Schink hier ist vollkommen durchgeknallt! Schnell weg, Sir! Skuffi Skunk dreht absolut durch! Ich werde doch jetzt nicht gehen, gerade wird die Sache endlich interessant! Muss töten! Knack! Hilfe! Du meine Güte, was mache ich denn jetzt nur? Hören Sie, wir müssen Skuffi aufhalten, er hat meinen Captain. Machen Sie Witze, jetzt kämpft jedermann für sich selbst! Oh nein! Knurr muss töten! Skuffi muss töten! Lass mich runter, du Wahnsinnswaldkriechtier! Ich muss den Captain retten, aber wie nur? Das fliegende Wiesel, ja, das ist es! Oh oh, vordrängeln geht nicht. Das wäre nämlich nicht nett. Ich werde wohl warten müssen. Vorsicht! Komme, Captain! Ich tue das nicht gerne, Skuffi, aber der Wahnsinn muss ein Ende haben. Gütiger Himmelsnack, das war mächtig tapfer von dir. Ich hatte keine Ahnung, dass du einen Wiesel fliegen kannst. Oh, das Fliegen ist leicht. Das Knifflige daran ist die Landung. Was soll denn daran so schwer sein? Man muss es nur runterbringen. Oh, na gut. Snark, ich nehme alles Nette zurück, was ich über dich gesagt haben könnte jemals. Ziemliches Geburtstagsabenteuer, was, Captain? Kannst du laut sagen, ich kann auf Geburtstage für dieses Jahr verzichten. Oh, bloß noch eine Überraschung, Sir. Ach, Snark, bitte. Ich habe genug von deinen Überraschungen. Oh, nur noch eine, Sir. Was wäre eine Geburtstagsparty ohne eine Torte? Na, genau das, eine Geburtstagsparty ohne Torte. Kommen Sie, Sir, schön die Augen zumachen. Ach, na, meinetwegen. Alles klar, machen Sie die Augen auf, Captain. Wow, das ist fantastisch, Snack. Wünschen Sie sich was und pusten Sie Ihre Kerzen aus. Also gut. Diese verfluchten Kerzen wollen einfach nicht ausgehen, Snack. Wo hast du die gefunden? In der Pulverkammer, Captain. Ah, in der Pulverkammer. Die sind offensichtlich defekt. Was soll's? Schneiden wir die Torte an, dann geht mein Wunsch eben nicht in Erfüllung. Oh, ich hoffe, Ihr Wunsch geht trotzdem in Erfüllung, Sir. Was haben Sie sich denn gewünscht? Ich habe mir gewünscht, dass dich eine Explosion in Fetzen reißt, Snack. Und wie du siehst, bleibt der Wunsch ein Traum. Happy Birthday, Captain. Muss töten! Es
Snack, es ist schon fast 6. Wo ist das Abendessen? Ich ertrage es nicht, wenn man zu spät zum Essen kommt. Da bist du ja und keinen Moment zu früh. Ich habe so einen Hunger, ich könnte ein mit Käse gefülltes Stinktier essen. Bitte, ein mit Käse gefülltes Stinktier. Ausgezeichnet. Snack, hatte ich dir nicht gesagt, dass du die Ratten ausrotten sollst? Hab ich ja, Captain, aber die Burschen müssen entkommen sein. Ich habe hunderte von ihnen unter Deck eingesperrt, damit sie vor Hunger eingehen, Sir. Apropos, hast du das klaffende Loch im Rumpf schon geflickt? Ja, aber mir ist der Leim ausgegangen. Deshalb habe ich das Loch mit dem großen stinkenden Käse verstopft. Gut geschaltet, Snack. Jetzt beeil dich und hol mein Essen, bevor ich... Snack, wärst du so freundlich, mir ein paar Fragen zu beantworten? Sicher doch, Sir. Also, du sagst, du hast die Ratten unter Deck eingesperrt, da wo das große Loch im Rumpf ist. Ja, Sir. Und verstopft hast du das Loch mit? Mit Käse, Sir. Und was glaubst du wohl, was die Lieblingsspeise einer Ratte ist? Das müsste wohl Käse sein, Sir. Mir ist doch klar, dass ich nicht schwimmen kann. Sir, vielleicht sollten wir uns eine Bleibe und was zu essen suchen. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Jeden Moment wird uns ein vorbeifahrendes Schiff bemerken. Außerdem gibt es uns die Chance, ein bisschen Sonne zu tanken. 10 Minuten später. Es ist hoffnungslos. Keiner wird uns holen. Wir werden hier verrecken. Reißen Sie sich zusammen, Captain. Ich würde vorschlagen, wir bauen uns zuerst eine Hütte, fällen vielleicht ein paar Bäume mit unseren Zellen, vermischen dann Sand und Gras zu Mörtel und dann... Sei nicht so verpimpelt und unmännlich mit deinen hochtrabenden Plänen, Snack. Die ganze harte Arbeit ist vollkommen unnötig. Aber, Sir, ich denke... Überlass mir das Denken, Snack. Wenn du deine Zeit vergeuden und wie ein Schwein schwitzen willst, na nur zu, bau deinen kleinen Unterstand. Ich suche mir inzwischen auf einfache Weise eine Unterkunft, indem ich überlege. Siehst du, Snack, deine ganzen großspurigen Baupläne sind völlig wertlos. Wie du siehst, kann man aus diesem simplen Material eine absolut angemessene Hütte bauen. Entschuldigen Sie, Sir. Wollen Sie nicht die Rolltreppe nehmen? Das Badewasser hat gerade die richtige Temperatur. Verzeihen Sie, Sir. Wir stehen hier schon seit 2 Stunden. Haben Sie irgendwas entdeckt? Hör auf zu winseln, Snack, oder ich stampfe mal auf dein Riechorgan. So wie es aussieht, werden wir beide verhungern, wenn nicht bald ein Schiff kommt. Aha, da ist unser Abendessen, Snack. Folge den Ameisen und klau ihnen das Futter. Aber, Sir, diese Dschungelinsekten sollen unheimlich gefährlich sein. Es sind doch nur Ameisen, du Weichei. Wie du willst, dann erledige ich das eben selbst. Schnell, Sir, rennen Sie ins Wasser. Schnell, Captain, rennen Sie in den Dschungel, da schütteln Sie ihn vielleicht ab. Schnell, Sir, rennen Sie ins Wasser, Tiger hassen Wasser. Ich rette Sie, Captain. Spuck ihn aus! Das Stück riecht ein bisschen komisch, Sir. Das ist mein Fuß, du Armleuchter! Du kannst mir vertrauen, Snack. Mein gerissener Plan dürfte perfekt funktionieren. Dieses Katapult wird mich zurück in die Zivilisation schießen. Und wo ich dir gern ein Schiff zukommen lassen werde, wenn ich zufällig daran denke. Also gut, Snack. Schneid das Seil durch. Hallo, ihr Süßen. Mein Name ist Jack, furchtloser Pirat von Beruf. Ich werde euch mal ein bisschen was über mich erzählen. Ah!
Sind wir gerettet, Sir? Nein, aber ich habe dir ein Souvenir mitgebracht. Was ist das, Sir? Das ist ein Kokosnusshalter. Oh, wie reizend, Sir. Du hast Glück, dass du mich als Mentor hast, Snack. Wie du siehst, habe ich diese behelfsmäßige Angel mit meinen bloßen Händen geschaffen. Ich habe mir auch eine mit meinen Händen geschaffen. Gib das her! Pass auf, wie ein Spitzenangler das macht! Dieser Fisch wird uns wochenlang ernähren! Gib das her! Bitte recht freundlich! Am nächsten Morgen... Sir, Sir, wachen Sie auf! Ah, Snack! Obwohl wir hier festsitzen, was für ein glorreicher Morgen! Ich fühle mich heute wie ein neuer Mensch, ja sogar 10 Pfund leichter! Verzeihen Sie bitte, Captain, aber es scheint, als ob Ihre Beine verschwunden sind. Wo zum Henker sind Sie? Irgendein Tier muss Sie sich geschnappt haben. Beeilung, wir müssen sofort meine Beine finden! Sieht nach Kannibalen aus, Sir. Ja, und da sind meine Beine! Sieht aus, als würden Sie sie marinieren, Sir. Ah, ich will Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, doch Ihre Beine riechen köstlich. Klappe! Beeilung, Snack, bring mich dichter an den Kessel! Diese verflixte Buttersoße! Mehrere Stunden später. Snack, ich kann nicht mehr. Ich bin erledigt und ich habe noch nichts gegessen. Wir können ja Ihre Beine essen, Sir. Die sind schon mariniert. Kommt nicht in Frage! Außerdem ertrage ich das einfach nicht mehr, Snack. Das ist das Ende. Ich muss sterben. Ich entledige mich jetzt dieser sterblichen Hülle und gehe an einen viel besseren Ort. Ich bin wieder da, Sir. Möchten Sie ein Glas Eistee, während Sie Ihren Todesmonolog beenden? Ah ja, danke sehr, Snack. Nun, wie ich gerade sagte, ja, wie ich nun so im Sterben liege, kann ich beinahe den faulen Atem des Todes spüren, wie er... Noch Eis, Sir. Ja, gerne, Snack. Ja, wie ich hier nun so liege... Serviette gefällig, Sir, und vielleicht etwas Obst. Oh, danke, Snack. Wie ich hier nun so liege und darauf warte, dass meine Seele... Etwas Gänseleberpastete, Sir. Oh, das wäre sehr reizend, danke sehr. Wie ich nun also falle und den letzten Atemzug... Oh, tut mir leid, Sir, es gibt leider keine Pastete mehr. Möchten Sie stattdessen vielleicht etwas Kaviar? Ja, liebend gern, Snack. Snack, wo hast du denn all die teuren Fressalien her? Aus dem Hotel, Sir. Hotel? Oh. Warum hast du mir nicht gesagt, dass nebenan ein Hotel ist? Naja, Sie haben mich nicht gefragt. Da gibt's vermutlich ein 4-Sterne-Restaurant. Und es ist schon fast 6 Uhr. Nichts wie hin. Was ich auf den Tod nicht ertragen kann, ist, wenn man zu spät zum Essen kommt. Jawohl, Sir. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, mein guter Mann, wir sind zum Essen hier. Wir hätten gern den besten Tisch im Haus und zwar plötzlich. Ich befürchte, das ist absolut unmöglich. Wir lassen keine verdreckten Vagabunden in unser Restaurant hinein. Verdreckte Vagabunden? Sie unverschämter Snob! Wenn ich mein Schwert dabei hätte und einen 2 Meter großen Bodyguard, würde ich Sie zwingen, das zurückzunehmen. Gibt es irgendein Problem hier, François? Oh ja, ja, allerdings. Wir sind zum Essen gekommen und dieser aufgeblasene Schnösel hier... Ah, zum Essen, oh. Oui, Monsieur, folgen Sie Siehst mir bitte. Du? Willkommen zur Kannibalenkonferenz. Oh, lecker, lecker. Ja, sehen Sie es mal von der guten Seite, Captain. Von der guten Seite? Wir sind im Begriff, von Kannibalen gefressen zu werden, Schwachkopf! Stimmt, aber wenigstens kommen wir nicht zu spät zum Essen.